Zum Thema Steigung einer Geraden. Wir haben die kartesische Gleichung einer Geraden schon bestimmen können. Angegeben wird die Gerade durch zwei Punkte A und B und dies anhand ihrer Koordinaten a1, a2 und b1, b2. Bei der Bestimmung der kartesischen Gleichung dieser Geraden AB haben wir festgestellt, dass man unter zwei Fällen unterscheiden muss. Entweder die Abszissen der angegebenen Punkte A und B sind gleich oder sie sind verschieden. In dem Fall, wo die Abszissen A1 und B1 gleich sind, also in dem Fall, wo diese Zahl dieselbe ist wie diese Zahl, stellen wir das mal ein. So stimmt B1 und A1 überein. So. So stimmen die beiden Abszissen überein und in dem Fall ist die Gerade vertikal. Somit haben alle Punkte P dieser Geraden als Abszisse diese Zahl A1. Also ist die kartesische Gleichung der Geraden AB diese. Alle Abszisse dieser Punkte P sind gleich zu A1. Das ist dann die kartesische Gleichung der Geraden AB. In dem Fall, wo die Abszissen der zwei angegebenen Punkte A und B verschieden sind, so zum Beispiel, dann ist das die kartesische Gleichung der Geraden. Man nennt das kartesische Gleichung zu Ehren des französischen Mathematikers und Philosophen René Descartes, dessen berühmtester philosophischer Satz wohl ist: Je pense, donc je suis. Ich denke, also bin ich. Unsere wichtige Erkenntnis ist, ein Punkt P gehört zu dieser Geraden AB dann und genau dann, wenn seine Koordinate XY die kartesische Gleichung der Geraden erfüllt. Halten wir das noch einmal fest. Ein Punkt P gehört zu einer Geraden dann und genau dann, wenn seine Koordinate XY die kartesische Gleichung der Geraden erfüllt. Ganz wichtige Erkenntnis. Im allgemeinen Fall sehen wir hier diesen Bruch. Er besteht aus Ordinate von B minus Ordinate von A geteilt durch Abszisse von B minus Abszisse von A. Wir werden diesen Bruch jetzt genauestens unter die Lupe nehmen. Diesen Bruch nennt man den Steigungsfaktor einer Geraden. Definieren wir ihn sofort. Der Bruch Ordinate von B minus Ordinate von A geteilt durch Abszisse von B minus Abszisse von A. Dieser Bruch wird mit klein r bezeichnet und anscheinend gibt er die Richtung der Geraden AB an. Und deshalb nennt man ihn auch den Richtungsfaktor oder auch den Steigungsfaktor der Geraden oder kurz die Steigung der Geraden. Wieso gibt denn dieser Bruch die Richtung der Geraden an? Schauen wir, woraus der Bruch besteht in dieser Zeichnung. Die Zahlen b2 minus a2 und b1 minus a1 kann man auch hier vertikal ablesen und hier horizontal ablesen. Deshalb werden diese Zahlen bezeichnet mit vertikal und horizontal. Und dieser Bruch gibt jetzt eine Information über die Steigung der Geraden. Die vertikale Zahl geteilt durch die horizontale Zahl. Wieso gibt die denn Informationen über die Steigung der Geraden? Aus folgendem Grund. Nehmen wir einmal an, die Zahl v wäre eine sehr große Zahl und die Zahl h wäre eine sehr kleine Zahl. Dann ist v geteilt durch h eine sehr große Zahl. Und wenn dieser Bruch eine sehr große Zahl ist, dann bedeutet das, dass diese Gerade AB sehr stark steigt. Ist die Zahl v eine sehr kleine Zahl und h eine sehr große Zahl, dann ist der Bruch v auf h eine sehr kleine Zahl.
Und wenn dieser Bruch eine sehr kleine Zahl ist, dann heißt das, dass diese Gerade sehr schwach steigt. Wenn v geteilt durch h 0 ergibt, dann ist die Gerade horizontal. Und wenn h gleich 0 ist, so, dann ist die Gerade vertikal. In dem Fall, wo h also 0 ist, gibt es diesen Bruch nicht. Wenn also diese Zahl h gleich 0 ist, schauen wir in der Definition, das bedeutet dann, dass die Abszissen gleich sind. In diesem Fall sagt man, die Gerade AB habe keinen Steigungsfaktor. Wenn die Abszissen gleich sind, ist dieser Bruch nicht definiert. Das ist der Fall, wenn diese Gerade vertikal ist. Wir können noch weitere Informationen aus diesem Bruch V geteilt durch H ziehen. Und zwar stellen wir uns vor, dass B2 kleiner ist als A2. Zum Beispiel so. In diesem Falle ist B2 minus A2 eine streng negative Zahl. Hier ist B1 größer als A1, das heißt B1 minus A1 ist streng positiv, B2 minus A2 ist aber streng negativ, so dass dieser Bruch V geteilt durch H eine streng negative Zahl ist. Was schließen wir daraus? Wenn dieser Bruch streng negativ ist, dann muss die Gerade fallen. Und auch andersrum, wenn die Gerade fällt, dann muss dieser Bruch streng negativ sein. Wir stellen das Ganze jetzt schön zurück. So. So. Und schlussfolgern also. Wenn diese Zahl R streng positiv ist, dann muss die Gerade steigen. Und wenn die Gerade steigt, dann muss dieser Steigungsfaktor streng positiv sein. Dieser Steigungsfaktor R ist streng negativ, dann und genau dann, wenn die Gerade fällt. Der Steigungsfaktor R ist 0, dann und genau dann, wenn die Gerade horizontal ist. Und diesen Faktor gibt es nicht, dann und genau dann, wenn die Gerade senkrecht ist. Dieser Bruch V auf H, in der Zeichnung abzulesen als vertikal geteilt durch horizontal, gibt also effektiv die Steigung der Geraden an. Wie kann man jetzt schön behalten, dass das V auf H ist und nicht H auf V? Wie so oft bei kleinen Tricks, dieser Trick ist auch blöd, ich gebe zu, aber der Vogel fliegt über dem Haus. Der Vogel fliegt über dem Haus und nicht umgekehrt. So kann man es schön behalten. Wir werden jetzt verschiedene Schlussfolgerungen aus diesem Steigungsfaktor ziehen. Und zwar, erste Schlussfolgerung, wird eine Gerade durch ihren Steigungsfaktor R und nur einen Punkt angegeben, so kann man trotzdem sehr schnell die kartesische Gleichung der Geraden herausfinden. Da R angegeben wird, ist diese Gerade nicht vertikal und dann können wir effektiv diese Gleichung daraus ziehen. Wir sind nicht in diesem Fall, sondern im zweiten Fall und diese angegebene Zahl R, das ist der Richtungsfaktor der Geraden und wir können dann diesen Bruch Ordinate minus Ordinate geteilt durch Abszisse minus Abszisse durch diese Zahl R ersetzen. Und so erhalten wir sofort diese kartesische Gleichung. Dieser Beweis ist evident, kann also sofort wieder verschwinden. Zweite Konsequenz. Die kartesische Gleichung einer Geraden kann immer in diese Form geschrieben werden. X und Y beide im ersten Grad und nur im ersten Grad. Und wenn die kartesische Gleichung in dieser Form geschrieben ist, so können wir sofort den Steigungsfaktor ablesen, die Zahl R ist dann minus A geteilt durch B. Übrigens, wenn die Zahl B 0 ist, dann ist die Gleichung AX plus C gleich 0 und in diesem Fall ist die Gerade vertikal, X gleich minus C geteilt durch A. Dann gibt es
keinen Richtungsfaktor. In allen anderen Fällen kann man ihn so ablesen. Wir werden das beweisen. Bei der kartesischen Gleichung haben wir ja zwei verschiedene Fälle unterschieden. Im ersten Fall hat die Gerade AB diese kartesische Gleichung. Man kann diese Gleichung effektiv in diese Form umschreiben, so. Es ist 1 mal x plus 0 mal y plus minus a1 gleich 0. Die Zahl a ist also hier 1, die Zahl b ist hier 0 und die Zahl c ist hier minus 1. Diese Gerade ist vertikal, hat also keinen Steigungsfaktor. Und wenn man minus a geteilt durch b in diesem Fall rechnet, dann ergibt das minus 1 geteilt durch 0, was es ebenfalls nicht gibt. Im allgemeinen Fall hat die Gerade AB diese kartesische Gleichung. Wir werden jetzt diese Gleichung in diese Form umschreiben. Und zwar, diese Zahl, die hier teilt, wird an der anderen Seite multiplizieren und die wird dann auf y und minus a2 verteilt. Diese Zahl b2 minus a2, die hier multipliziert, die wird auf x und minus a1 verteilt. Und dann setzen wir noch alles auf eine selbe Seite der Gleichung und finden diese recht lange kartesische Gleichung der Geraden ab, aber sie hat effektiv die Form a mal x plus b mal y plus c gleich 0. Sie hat effektiv diese Form. Und wenn man dann minus a geteilt durch b hier abliest, dann ist das minus diese Klammer geteilt durch minus diese Klammer. Das heißt b2 minus a2 geteilt durch b1 minus a1. So haben wir also die kartesische Gleichung dieser Geraden in diese Form gebracht. Und wenn man minus a geteilt durch b rechnet in dieser Form, dann findet man effektiv den Steigungsfaktor der Gerade. Und wir schreiben, ab hat als kartesische Gleichung ax plus by plus c gleich 0. Eine weitere Konsequenz, die wir aus dem Steigungsfaktor einer Geraden sofort schlussfolgern können. Zwei Geraden sind parallel zueinander, dann und genau dann, wenn sie denselben Steigungsfaktor haben. In der Zeichnung bedeutet das dieses. Diese Gerade hat als Steigungsfaktor v geteilt durch h. Diese Gerade hat genau denselben Steigungsfaktor v geteilt durch h. Solange das der Fall ist, müssen die Geraden parallel zueinander sein. Ich versuche jetzt mal hier den Punkt so einzustellen, dass h die Hälfte von dem vorigen h ist und v die Hälfte von dem. Nehmen wir einmal an, das wäre 4 geteilt durch 2, dann ist das hier 2 geteilt durch 1. Für die beiden Geraden ist dann vertikal geteilt durch horizontal dieselbe Zahl 2. 4 geteilt durch 2 macht 2 und 2 geteilt durch 1 macht auch 2. Sie haben also dieselbe Steigung und sind dann aus diesem Grunde auch parallel zueinander. Sobald wir die Zahl v auf h ändern, sind die Geraden nicht mehr parallel zueinander. Zwei Geraden sind also parallel zueinander, dann und genau dann, wenn sie denselben Steigungsfaktor haben. Daraus wiederum können wir schlussfolgern, wenn die Gerade d angegeben wird durch diese kartesische Gleichung und die Gerade d' angegeben wird durch diese kartesische Gleichung, so können wir sagen, die zwei Geraden sind parallel zueinander, dann und genau dann, wenn der Steigungsfaktor der ersten derselbe ist wie der Steigungsfaktor der zweiten. Der Steigungsfaktor der ersten Geraden ist hier abzulesen, minus a geteilt durch b. Der Steigungsfaktor der zweiten Geraden ist hier abzulesen, minus a' geteilt durch b'.
Anhand der kartesischen Gleichung der Geraden können wir also sofort ablesen, ob die Geraden parallel zueinander sind. Das ist nämlich dann und genau dann der Fall, wenn diese zwei Brüche gleich sind. Diese Gleichheit schreiben wir noch ein bisschen um. Die zwei Minuszeichen entfallen. Durch das Kreuzprodukt finden wir also a mal b' muss a' mal b sein. Wenn man dann noch alles auf eine selbe Seite setzt, finden wir ab' minus a'b muss gleich 0 sein. So liest man also in den kartesischen Gleichungen ab, ob die zwei Geraden parallel zueinander sind oder nicht.